Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir auf dem Plan ist eine Karottensuppe. Wir haben die ganze Feiertage, Weihnachten, Silvester genug gespeist und danach auch alle Reste aufgegessen. Jetzt sollen wir unserem Körper eine Erholung, eine Pause machen und ein bisschen mal was Leichteres essen und Leichteres uns zubereiten. Und heute mache ich wirklich eine sehr gesunde Suppe, Karottensuppe ohne Fleisch mit selbstgemachter Hafersahne. Und so sieht diese Suppe aus. Schaut, richtig herrlich. Und duftet nach Oranien, nach Zimt. Wirklich richtig schön und lecker, das will man schon richtig reinhauen. Und ich freue mich jetzt an den Tisch gehen und unser Mittagessen genießen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen. Für diese leckere und gesunde Suppe brauchen wir folgende Zutaten. Wenn es schon Möhrensuppe, dann natürlich brauchen wir Möhren, eine Orange, Bio-Orange, ein Zwiebel und kleine Stückchen Ingwer. Wir werden es mit Sahne anrichten und dafür kann man oder Sojasahne nehmen oder ich habe jetzt gemacht aus Hafermilchsahne und die kann man auch beim Kochen anwenden. Zum Einbraten nehme ich Rapsöl, dann Gemüsebrühe. Habe ich einfach einen Teelöffel von meiner selbstgemachten Gemüsebrühe mit Wasser übergießen und dann ist das schon Gemüsebrühe fertig. Brauchen wir etwas Salz, Pfeffer und für Geschmacknote Zimt. So, können wir jetzt anfangen, erstmal alle unsere Zutaten vorbereiten. Als erstes werden wir den Zwiebel und den Ingwer klein hacken. Die Suppe wird püriert, deswegen, wie fein ihr das macht, es ist euch überlassen, weil danach werden wir mit Stabmixer sowieso pürieren. Alle Zutaten zu diesem Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Den Ingwer schneide ich etwas kleiner, dass er beim Pürieren so seine Faser an dem Messer nicht so zieht. Wir können gleich zu den Zwiebeln machen, weil es wird sowieso gleich zusammengebraten. Und die Möhren werde ich auch grob schneiden. Die Orange habe ich richtig gut heiß abgespült und jetzt reibe ich erstmal die Schale ab. Abgeriebene Schale stellen wir erstmal an die Seite und werden jetzt die Orange selber filetieren. In die Mitte lieber rausziehen und alles, was stört, alles wegschneiden. So schneiden wir Orange auch in so eine Würfel. Kann man gleich zu den Möhren dazu geben. So, mit Gemüse sind wir fertig und jetzt können wir ans Herd gehen und unsere Suppe kochen. Nehmen wir uns Töpfchen, stellen wir auf den Herd und geben wir ungefähr so 2 Esslöffel Rapsöl rein. Und als erste kommen die dann Zwiebeln und Ingwer rein. So schauen wir, ob das schon heiß ist. Ja. Und braten wir es mal kurz an. Es kann man ein bisschen Salz auch schon dazu geben. Dann wird auch mit Anbraten viel schneller. So, nach ein paar Minuten sehen wir auf dem Boden von unserem Topf, dass es schon anbrennt. Dann sieben wir jetzt unsere Möhren und Orangen rein. Die Brühe dazu geben
Und mit der Brühe könnt ihr dann selber sehen, das kann man dann sogar nachpurieren, wenn es zu dick, dann kann man auch noch dazu einfach abgekochtes Wasser von Wasserkocher geben. So, jetzt lassen wir unsere Suppe so lange kochen, es wird bestimmt so ungefähr so 10-15 Minuten dauern, dass bis Möhren richtig weich sind, dass wir es purieren können. So, es sind jetzt schon 22 Minuten, wie kocht meine Suppe. Und ich denke, durch das Orange, weil ich Orange gleich mit den Möhren reingemacht habe, die Möhren fühlen sie sich noch immer so ein bisschen fester. Es ist wie mit Kartoffeln und Sauerkraut. Wenn es zusammen wird kocht, dann Kartoffel ist immer so drumherum, wird es hart durch das Säuren. Und ich denke, in dieser Suppe ist der gleiche Fall. Auf jeden Fall würde ich euch raten, erstmal Möhren reinmachen und weich kochen und dann die Orangen und dann ein paar Minuten noch weiter kochen. Jetzt werden wir erstmal alles purieren. So, erstmal grob und dann gebe ich auch jetzt Hafersahne. Oder wie gesagt, kann man auch Sojasahne nehmen. In meinem Gläschen ist 300 ml Sahne. Ich nehme erstmal so ein Drittelteil erstmal und dann werde ich sehen, wie viel brauche ich. Ungefähr die Hälfte von den Gläschen, so 150 ml, gebe ich schon rein. Und dann können wir schon probieren und gleich schon abschmecken. Salz, ja, ein bisschen Salz. Schmeckt ihr, liebe Freunde, nach eurem eigenen Geschmack. Pfeffer. Und weil ich jetzt Orange dazu gegeben, werde ich auch etwas Zimt dazu geben. Sonst eventuell kann man auch Orange rauslassen und lieber vielleicht ein Süßkartoffel dazu geben, mit Curry dann würzen. Ich mache jetzt mit dem Zimt. Nochmal richtig fein purieren. So, es ist jetzt fein genug und wir haben unsere letzte Zutat und das ist die abgeriebene Orangenschale. Die geben wir auch dazu und kann man einfach oder unterrühren mit Löffel oder auch kurz purieren. So, fertig ist unsere Suppe. Der Duft steht in der Küche. Wahnsinn, nach Orange, nach Zimt. Richtig lecker. So, und jetzt können wir schon servieren. Schaut, liebe Freunde, nach Konsistenz von meiner Suppe. Es ist nicht zu dick, aber auch nicht zu flüssig. Wenn euer Geschmack ist etwas, dass die Suppe soll dicker sein, dann nehmt ihr weniger Brühe. Wenn es dünner, aber ich glaube, dünner würde ich es nicht machen bei Cremesuppe. Herrliche Farbe. Wenn es gewünscht ist, kann man auch von der Sahne noch ein bisschen dazugeben. Als Deko und ein bisschen gehackte Petersilie. Und in die Mitte. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig. Schaut, was für so eine leckere, aber sehr gesunde Suppe haben wir gekocht. Und ich wünsche euch einen guten Appetit. Würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!